Robbe hier. Willkommen zurück zur neuen Folge von Sam und das War. Und heute ist wieder die Caro bei mir. Aye. Denn wir nehmen jetzt gerade den zweiten Teil auf. Wir waren vorhin noch, ich war vorhin noch bei Caro auf dem Kanal. Ich habe so ein paar Monster vorgestellt, die Top 3 Monster. Und jetzt sind wir quasi bei mir auf meinem Kanal. Und Caro stellt jetzt gleich. Ja, ich stelle vor. Genau, ihre Top 3 Monster vor. Wenn ihr die ersten Teil nicht gesehen habt, dann nochmal kurz auf Caros Seite switchen, hier nochmal kurz der Link dazu, da könnt ihr euch den ersten Teil angucken und jetzt geht's quasi hier mit dem zweiten Teil weiter. Ja. So, jetzt muss ich erstmal in deine Monster reinschauen. Ja, geh mal auf meine bescheidene Liste. Genau, die bescheidene Liste, wenn ich meine so angucke, die ist eher bescheiden. Ah ja, genau, ja. Ich nehme übrigens noch mit einem anderen Programm heute auf, also nicht wundern, wenn Qualität so ein bisschen anders ist heute, aber ich hoffe, es funktioniert irgendwie. Ja, das geht schon. Die erkennt dich und das ist die Hauptsache. Genau. Hier bin ich, hallo, falls du mich nicht erkannt hast. So, ich bin bei dir drauf. Monster. Okay. Ich nehme mal, ja. Wenn ich die Monster hätte, die du hast, wäre schon nice. Ja, das Problem ist aber an sich, du weißt ja dann immer nicht, welches du als nächstes 6-Sterne-Monster machen sollst, weil du hast ja dann trotzdem noch so viele, die du eigentlich machen sollst, könntest und die dir auf jeden Fall helfen, aber du weißt nicht, welches du jetzt als erstes nimmst. Richtig. Ja, wie mit in dem anderen Video jetzt hier mit Silve, ja? Also das ist ja, genau, ja. Hast du so nicht mal erweckt, sich gerade, oder? Nee. Krass. Ey, ich müsste hier so viel noch erwecken, das ist... Wie spielst du denn im TUA? Welchen Leader nimmst du denn da? Als Leader? Eigentlich immer nur, ich spiele da meistens auf HP, nicht auf Geschwindigkeit. Ah, okay. Na gut, geht natürlich auch. Ja, meistens. Also fast nur irgendwie auf HP oder nehme ich noch als Leader rein? Ja, wen nehme ich eigentlich rein? Nee, Quatsch. Ja. Ja, auf HP oder ich nehme halt hier meinen Bernhard oder sowas, wenn ich Windmonster reinnehme oder ich spiele auf Resistenz, hängt halt von ab, gegen was ich spiele. Oder kannst du Tyrion, nimmst du Tyrion mit? Tyrion nehme ich zum Beispiel auch mit, genau. Würde natürlich auch gehen, hat natürlich dieselbe Leader-Fertigkeit. Genau, ne? Deswegen an sich. Ja, obwohl bei Tyrion halt noch ein bisschen was an den Runen machen müsste, aber naja, passt schon. Ja. Reicht. Man hat eh nie die perfekten Runen. Nee, man wird nie die perfekten Runen bekommen. Ja? Richtig, man wird auch nie fertig in diesem Spiel. Nein, es ist ein Endlosspiel, falls sich jemand schon mal die Frage gestellt hat, wann kommt eigentlich dieses, wir haben das Spiel geschafft. Ja, genau, richtig. Das fragen mich meine Eltern manchmal, wie kann man das dann so lange spielen eigentlich? Ist das nicht mal irgendwann fertig? Ist das nicht so wie bei Super Mario früher, dass man ins Ziel hüpft und ist man da? Nee. Sie haben so und so viele Punkte, sie sind der beste Spieler, 100% erreicht, ja. Genau, und da muss man wieder von vorne anfangen, alle Monster sind weg. Genau. Nein, das ist natürlich nicht so. Nee, naja. Okay. So. Wollen wir anfangen? Also ich sag's hier mal, mit wem fange ich denn an? Ich fange an mit meinem Inu. Ha! Ich fange an mit Bella. Ja, wo ist denn mal der? Da. Ja, es ist kein, also es ist jetzt nicht spektakulär, dieses Monster, weil das Monster hat, eigentlich jeder, der, sag ich mal, Level 40 ist, schon eine Weile spielt, zu 95% würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ich habe es jetzt nicht geguckt, ist klar, bei 50 Millionen Leuten wird es schwierig. Hast du nicht geguckt? Nee. Nee, ich bin so schlecht vorbereitet. Ohne Mist, aber nein. Haben viele, aber das ist halt ein Monster, was ich überall benutze, wirklich, egal wo ich bin, ob ich bei einem Riesen bin, ob ich bei einem Drachen bin, ob ich im Tor bin, ob ich, keine Ahnung, in der Arena bin, im Raid bin. Es ist total egal, ich benutze es überall und deswegen habe ich hier Bella an sich auch besucht. Und als mein Lieblingsmonster, weil es halt entweder ein Monster ist, was ich überall nehme. Man kann es auch einfach überall nehmen, weil es kann irgendwie alles, so, was du brauchst. Können wir uns gleich, ja, wir fangen mal mit der, ich fange mit der ersten Fertigkeit an, ja. Kratzer klingt schon mal richtig cool, ja. Weil draußen müssen wir jetzt nicht mehr kratzen, ja, sozusagen. Ein T-Shirt kann man anziehen draußen. Ja, ja, da können wir, keine Ahnung, die Scheibe kaputt kratzen oder so. Funktioniert gut, aber nein. Also Kratzer ist halt richtig cool, greift mit riesigen Klauen an, um die Verteidigung des Feindes 2 Runden lang zu schwächen. Ist einfach hammergeil, weil das die erste Fertigkeit ist, sozusagen, hier von Bella.
und nicht irgendwie die zweite, dritte, die man halt nur alle ein paar Runden einsetzen kann, also die halt irgendwie Cooltime haben oder sowas. Nee, bei Bella funktioniert das, jede Runde kannst du diese Attacke verwenden und das finde ich halt richtig geil, wenn jetzt mit Bella zum Beispiel einen Angreif die Verteidigung schwächst, dann hast du vielleicht noch eine Megan, die deinen Angriff und deine Verteidigung erhöht und so und dann haust du da mit einem übelsten Damage-Typen rein und dann ist es eigentlich teilweise schon oft erledigt, ja, weil du dann mit deinem Laika zum Beispiel oder Sigmarus oder sowas einen Haufen Schaden reinknallst oder Tesha oder so. Ich finde es auch mega krass. Auf dem ersten Skill eine Verteidigung schwächen, ist auch geil für Rache-Runen zum Beispiel. Habe ich mir auch schon mal überlegt. Ja, auf jeden Fall. Ja, würde auch an sich funktionieren. Ja, du musst halt nur irgendwie dann das ACC reinbekommen, weil wenn du jetzt siehst, dass ich nur 62% ACC habe, für mich persönlich reicht's für das, was ich mit ihm mache. Es könnten aber trotzdem, es müssen keine 100% sein, aber so vielleicht so 20% mehr wären halt oder 10 wenigstens, ja, wären nicht schlecht, aber da kann man immer noch an den Runen ein bisschen switchen. Ja, wäre nice, auch gerade für die zweite Fähigkeit braucht ja auch ACC. Ne? Ja, genau. Wo man kriegt denn? Ergreifen. Ja, gut, ergreifen tun wir draußen nicht, aber okay. Greift den Feind an und entfernt alle stärkenden Effekte des Ziels. Ja, ist halt richtig geil. Kannst halt sozusagen diese stärkenden Effekte sozusagen, die... wenn die hier ihr Angriff erhöht haben, ihre Verteidigung erhöht haben, Schild an sich teilweise wegmachen. Das ist wirklich cool, ja. Das brauchst du auch überall, also, oder kannst du überall, in jedem Kampf gibt es jemanden, der einen stärkenden Effekt hat, den du einfach geil runternehmen kannst, also richtig nice auf jeden Fall. Richtig geil, also hammerhart. Funktioniert richtig gut, deswegen ist es eine richtig gute Fertigkeit. Habt ihr auch die Cooltime, wie gesagt, jetzt sind alle drauf. Was auch richtig cool ist bei Inu, es ist so einfach, die Skills aufzuwerten, weil wie oft kriegst du so einen blöden Inu? Ja. In Wind oder so, ja, zack, zack, zack und schon sind die Skills alle voll und das finde ich halt cool. Das ist sehr einfach. Das ist wirklich sehr einfach. Hast du eigentlich Raok hast du nicht, ne, gemacht? Doch, ne? Aber oder? Auch nicht auf 6 Sterne, sondern auf 4. Ja, auf 4, ja. Aber erweckt. Und fast alle Skill-Ups. Ja. Ja, also auf jeden Fall easy, den hoch zu skillen. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber hammergeil. Ja, und die dritte Fertigkeit natürlich, die auch natürlich überall gebraucht wird und einfach nur hammergeil ist, weil der Angriffsbalken verbündeter Monster wird um 30% sozusagen erhöht, also von allen, nicht nur von einem. Und die HP regeneriert sich um 30% von unseren ganzen Monstern. Ja. Das ist einfach nur geil und minus Cooltime, also jede dritte Runde kann ihm sozusagen Bella das anwenden. Das finde ich auch, dieser Skill finde ich einfach mega krass. Also mega Heilung und Attack Bar auf allen Monstern. Also es macht das Team ja auch viel schneller, diesen Skill. Auf jeden Fall. Also deswegen ist Bella halt einer meiner Top 3. Auf jeden Fall richtig krass. Und noch Licht dazu, das heißt, er hat kein Gegenattribut, wo er wirklich schnell runtergehauen werden kann. Auf jeden Fall. Ja, und gut. Es ist halt, wie gesagt, eigentlich ein 3-Sterne-Monster. Das heißt, er hat jetzt nicht so viel, obwohl das eigentlich krass ist. Guck mal, er hat schon mal mehr als Tesher. Base HP, fast 10.000. Ist nicht schlecht für ein 3-Sterne-Monster. Für ein 3-Sterne-Monster ist das eigentlich recht gut. Ich weiß nicht, wie viel er hat hier. Ja gut, er hat weniger als Aman oder als Darion. Aber trotzdem. Ja, aber 10.000 ist trotzdem recht gut. Cool. Ja. So. Deswegen, also man kann viel aus ihm machen. Ja, auf jeden Fall. Meine Runen, ich habe halt auf Tempo und Fokus, man kann ihn auch auf Gewalt spielen. Fetzt, denke ich, auch recht cool. Aber ich wollte halt auf Tempo spielen, wollte halt, dass er so viel wie möglich Speed hat, obwohl es an sich dafür, dass ich hier schon diese Speed-Rune voll habe, es sind plus 83 Speed noch extra. Ja, es sind nur noch 200, aber es reicht, ja, es reicht für das, ja. Selbst Bella läuft auch mit Scheißruhen. Auf jeden Fall. Ja, das ist ja so, einfach Bella braucht kein Attack. Bella braucht einfach nur ein bisschen Speed, ein bisschen HP und das fährst. Das war's. Und lass laufen. Also von daher ist das wirklich, also kann ich auch nur jedem empfehlen, Bella ist schon quasi Must-Have-Monster, also für mich zumindest. Auf jeden Fall. Ja, auf Slot 4 habe ich eine 5-Sterne-Runde HP% mit Scheiß-Subs. Wenn du dir die jetzt mal anguckst, die sind alle für den Arsch. Die sind mega für den Arsch. Die sind alle für den Arsch. Also da könnte man sicherlich noch mehr rausholen, auch vor allem mehr ACC.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube sogar, dass ich irgendwo eine Temporune HP-Prozent noch habe, aber ja, das ist wieder mit der Mana, ja, wenn mein Laika nicht 1,5 Millionen fressen würde, dann hätte ich wahrscheinlich auch wieder mehr für andere. Ja, da sind wir wieder, das Spiel ist nicht zu Ende, ne? Ich gebe wahrscheinlich noch 2,5 Millionen für eine einzige Rune von 14 auf 15 zu machen, aber kein Problem, ich hab's ja. Genau. Nee. Hast ja locker sitzen. Immer. Ja, dann auf Slot 6 habe ich halt eine 6-Sterne-HP-Prozent-Rune mit, das ist ja hier das, die Def sozusagen 8%, was schon von vornherein war. Mhm. Recht hoch sogar, 8%. 8% ist, geht ganz gut, aber was mir hier zum Beispiel wieder nicht gefällt, ATK plus 20. Ja, und Crit-Rate braucht er auch nicht. Ja, auch aber nicht. Die war halt da, ja. Ja, klar, sie hat HP, was du brauchst. Es ist eine Fokusrune, was auch, brauchst du auch. Ja. Sie hat ein bisschen Speed drauf, nice. Ein bisschen Resi ist auf jeden Fall auch nice für ihn, damit er nicht so gestunt wird. Auch. Aber ja, Crit-Rate ist auch nicht viel, weil... Nee, ist nicht viel. Ich habe 26% Resistenz. Ja. Aber klar, Rest ist immer gut. Es ist immer gut zu haben, ja. Auf jeden Fall. Also gerade für, ist ja, ich sehe es irgendwie so als Supporter-Monster und das ist ein Resi, ist eigentlich immer ganz gut. Ja. Aber okay, klar. Aber HP ist auf jeden Fall, hätte ich auch gemacht. Ja. Voll HP, willst du mehr. Ja. So, mein nächstes an sich ist Hava, also Rakasha Feuer. Was ich einfach nur mega finde. Ich fand sie am Anfang richtig scheiße, muss ich dazu sagen. Echt? Ja, na, wo sie noch nicht auf 6 war und auch nicht auf weg, da lag die auch nur so rum. Und dann hat, ich weiß gar nicht, es ist schon lange her, aber dann hat jemand zu mir gesagt, hier, du hast doch hier eine Hava rumfliegen, warum machst du die nicht, die ist übelst geil und sowas, die ist auch, die kann so viel und na gut, dann wächst die mal, machst du mal auf 6 Sterne, aber dass die natürlich so krass wird und vor allem seitdem ich die Skills, sagen ich mal, alle aufgewertet habe, läuft die einfach wie Sahne. Krass, so, wie hast du denn das gemacht, mit Devilmons oder? Ja, ja, mit Devilmons, nur Devilmons. Die ganzen anderen Hava, also ich habe noch eine Rakasha im Lager rumfliegen und noch eine Rakasha, glaube ich, hier drinne, ja. Ich will auf jeden Fall irgendwann eine zweite Rakasha noch bauen. So geil finde ich sie. Ja, ich hätte sie gerne einmal, das würde mir auch schon reichen. Ich finde es halt mega krass mit dem... Aber wir können ja die Skills mal durchgehen. Ja, also ich würde mal anfangen mit der Passiven, damit man vielleicht irgendwie ja. Verständnis dafür hat. Reduziert den Angriffsbalken des Feindes um 25% und greift mit einer Chance von 20% erneut an. Hammergeil. Also das heißt, du kannst mit der passiven schon mal 50% des Angriffsbalkens reduzieren. Oder noch mehr. Oder noch mehr, je nachdem, ne? Und meine ist halt noch auf Gewalt, also ist die Chance an sich vielleicht noch ein bisschen höher. Also es gab schon Runs, ja, da hat die 6 mal hintereinander angegriffen. Das ist einfach richtig krass. Wenn du den Gegner dann noch slow gibst, dann kommt er ja gar nicht mehr dran. Nee, also, er kommt gar nicht mehr dran. Das ist richtig krass auf jeden Fall. Genau. Also das finde ich die passive Fähigkeit, glaube ich, auch echt einer der stärksten, die es überhaupt gibt im Summoner's War. Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig cool, weil es halt 2 Kombos sind, nicht nur einer. Also nicht nur auf 25% Angriffsbalken, sondern kann halt auch sein, dass sie nochmal angreift. Richtig. Mit Gewalt nochmal, oh mein Gott. Auf jeden Fall. Ja, was hat sie noch? Die zweite Fertigkeit, brennender Schwung, ist auch recht cool. Greift mit einem brennenden Peitsche an und fügt 3 Runden lang kontinuierlichen Schaden zu. Ja. Ich glaube, im Dragons hast du sie bestimmt, oder? Ja, im Dragons habe ich sie. Und dafür brauche ich halt noch eine, ja, weil ich habe so bei YouTube, ich weiß gar nicht mehr, welches Video das war, da hat einer mit halt 2 Havas gekämpft. Und das ging so schnell. Der Drache ist nicht angekommen. Ja, genau. Das war für den Arsch. Und der war so schnell Dots drauf und der war so schnell down. Und das will ich auch. Ja. Ich glaube, Spectra war noch dabei und ich glaube, Megan war auch noch dabei. Hm. Ja. Aber Spectra habe ich mir jetzt auch gebaut, ja. Hm. Aber hast du ja auch schon, sehe ich gerade. Ja. Obwohl okay, ich da immer noch am Switchen bin, da habe ich die Speedrune auf Slot 2 zum Beispiel rausgenommen. Aber naja. Was kontraproduktiv am Ende war, aber naja, es kommt ja bald wieder Abrune-Event. Ja, genau. Ja, und dann die erste Fertigkeit hier von Hava, greift den Feind mit einer Peitsche an und reduziert mit einer Chance von 50% sein Angriffstempo zu 2 Runden lang. Da ist der Slow. Ja, der Schaden erhöht sich dem Angriffstempo entsprechend. Das heißt, es braucht viel Angriffstempo. Deswegen habe ich hier auch eine 6-Sterne-Rune auf Slot 2 drinne. Nice, ja. Mit an sich auch coolen, so, also HP ist nicht viel, aber es ist von jedem wenigstens was, es ist brauchbar. HP plus 5% Crit-Schaden, 7% Def, 5% und Crit-Rate auch nochmal 5%.
Also ist, die Subsets sind nice, zwar nicht unbedingt hoch, aber sind gut. Sie sind wenigstens nicht Death plus 20. Und so. Ja, richtig, genau. Genau. Ja, hab halt ein bisschen ACC eingebaut. Sie hat 88, keine 100% ACC, aber das reicht auch. Ja? Ich glaube auch. Es reicht einfach, ja. Ich glaube, für den Dragons dran reicht das. Reicht. Ja, denke ich auch. Funktioniert gut. Ja, hab halt überall ein bisschen ACC drin. Hier die vierte Rune habe ich zum Beispiel umgezwitscht. Wie du siehst hier, da ist dieses Speed plus 11 ist markiert. Jo. Ja, habe ich halt Speed draus gemacht. Das war eine recht coole, die habe ich bei Stage 3 gefunden, ja. Nice. Da war nämlich zwischen 9 und 12 Prozent Speed, konntest du wechseln. Das war noch so 9 bis 12 ja. Speed? Was? Das ist ja auch, krass. Die habe ich auch, glaube bei dem Raid-Kampf mit, auf meinem Kanal sozusagen gezogen. Also da sieht man die auch, die ich halt gezogen habe. Krass, das ist ja richtig. Die war richtig geil, viel. Ja. Das war auch die beste und eigentlich auch die einzige brauchbare, die ich jemals gezogen habe. Und die habe ich natürlich Hava gegeben. No. Ja, lohnt sich, klar. Kann man den eigentlich auch wieder runternehmen, den Stein? Oder wenn du ihn einmal drauf machst, dann... Ja. Wenn du einmal drauf hast, glaube, dann ist vorbei. Müsste ja vorbei, ja. Aber 11, krass, das ist krass. Ja. Hast du vorher ein Flatstat drin gehabt, irgendwas anderes? Ja, irgendwas anderes hatte ich da. Ja. Ein HP oder so. Ja, bei der 6 ist es fast genau das gleiche. Da habe ich, aber das war, glaube ich, nur aufgestockt. Da hatte ich schon HP-Prozent und es hat sich, glaube ich, nur um 3% oder so erhöht. Ich weiß nicht mehr, wie viel es genau waren. Das hat sich ein bisschen erhöht, auch mit so einem Stein halt. Und da habe ich halt ATK drin, also einmal HP und einmal ATK. Ja, nice to have auf jeden Fall. Ja, und ich habe halt am Anfang zweimal ATK drin gehabt. Da war sie natürlich in der Arena recht cool. Wirklich, weil sie hat Speed gehabt, was man braucht in der Arena. Sie hat ATK gehabt, konnte gut Damage machen. Aber ich wollte sie halt für Riesen haben vor allem. Oder für Tor. Ist auch recht cool. Und da ist halt das Problem halt immer gewesen, die ist immer verreckt. Ja, genau. Ja. Ja, gerade also so gerade so im Tor 15k oder im Giants the Dragons oder so musst du schon irgendwo haben, ne? Sonst wird es richtig eng einfach. Ne? Ja, genau. Und deswegen habe ich dann gesagt, nee, machst du eine HP-Prozent rein. Aber die benutzt du auch im Giants, oder was? Auch, ja. Ja, echt, das funktioniert? Naja, nicht auf Slot, nicht auf 6. Ja. Also bei Riesen nicht. Nur bei Drachen benutze ich sie und bei Riesen ja auf der 9, wenn ich es mal durch. Ja, okay. Also einfach schneller. Eine 9 geht definitiv 1000-mal schneller als die 10. Ja, das stimmt. Weil es ja auch, ich glaube, Dark ist, ne? Dark. Ich glaube ja. Und genau. Funktioniert ja. Richtig cool. Die Wassermonster halten einfach auch voll viel aus, ey. Giant Speed 10 ist einfach, ja, ist ziemlich slow alles, ja. Ah, ja. Ja, hast du ja Ohren. Speed ist gut dabei auf jeden Fall. Bisschen Attack hast du gegeben, HP. Schöner Basepool, ACC, alles was du brauchst für sie, also auf jeden Fall schön geruhnt. Bisschen mehr als Speed wäre halt nicht schlecht, aber also noch ein Mühe, ja, also sozusagen, das ist vielleicht nochmal so 6, 7, 8 mehr sind, so. Vielleicht findest du ja nochmal auf 1, 3 und 5 irgendwas nochmal. Ja, auf jeden Fall. Gerade auf 3 vielleicht nochmal irgendwie eine Rune. Aber auf Gewalt ist es natürlich richtig geil, ne? Dann, wenn sie dann immer wieder prockt und dann der Passive und Gewalt prockt wieder, dann ist sie nur am Peitschen wie Sau. Also. Genau, also die andere wird auch definitiv genauso geholt, wie die hier ist. Genau das gleiche. Ja, was haben wir an sich noch? Was ist mein absolutes Lieblingsmonster? Ja, es ist, Himmelstänzerin in Feuer natürlich. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Vielleicht kann es ja jemand in die Kommentare schreiben, wie man diesen... Also ich habe mal gehört, dass man sie Huahi ausspricht, aber... Huahi. Ja, das ist so ein scheiß Name. Also, genau. Ganz im Ernst, manche Monster nennen sich hier Michelle, ja, ganz simpel und einfach. Und manche nennen sie hier... Genau, irgendwie so. Oder wahrscheinlich würden die Asiaten sagen oder die Chinesen sagen, das ist doch mega einfach. Ja, genau. Und bei Michelle würden sie sich einen Zungenbrecher oder so kriegen. Genau. Ja, der Name, ich nenne sie immer Himmelszentrum und Feuer. Das ist an sich so auch in meinen Top 3 auf jeden Fall drin, ja. Ist einfach nur so hammerhart geil. Also, weil es ist mein erster Sixer, den ich gemacht habe. Und es ist meine Farmerin. Klar, ich kann auch andere jetzt nehmen, aber ich nehme meistens sie, weil ich finde das so geil mit ihren Fächern. Dazu, ja, sieht sie toll aus. Ja, ja, das stimmt. Finde ich recht cool. Nice, ja. Am geilsten finde ich auch die in Licht. Auch, ja gut, das ist jetzt vielleicht für Jungs nicht so krass. Da finden die in Dark wahrscheinlich besser, aber in Licht sieht die halt noch mehr hammergeil aus. Und, aber ja, die habe ich einmal gesehen, außer im Tor. Ja, da ist ja auch öfters dabei, aber genau.
die habe ich ein einziges Mal gesehen in der Arena und ja, ich hast weiß nicht. Dark and Light Monster Blitze mal bekommen durch eine Rolle? Ja, eins. Und das war auch mal scheiße. Was war denn das? Du musst mal hinter. Der ist auch drinne. Du siehst da. Wo ist denn der? Ja, klar, der ist drinne. Phantomdieb. In Licht. Phantomdieb. Der ist ganz hinten. 4 Sterne noch? Ja, Max, glaube ich. Ich weiß immer noch nicht, für was ich ihn verwenden soll. Das ist, ich habe den gezogen und dann haben auch viele drunter geschrieben, ja, der ist nicht der Beste. Dann haben welche drunter geschrieben, ja, wer weiß, ob er gut ist. Vielleicht ist er für was zu gebrauchen, weil vielleicht hat noch niemand ihn so direkt gemacht, also nicht so viele. Vielleicht ist er ja gut. Weiß halt keiner. Ja, dritte Fähigkeit hört sich auch nicht so prall an. Nee, deswegen. Ja, aber ich habe Blitze bekommen. Ja, genau, ich habe noch keine Blitze bis jetzt gehabt, aber das ist auch mega selten. Aber ich habe jetzt, glaube ich, 5 oder 4 Light and Dark Rollen. Mal gucken. Ich werde demnächst mal nur Light and Dark aufmachen und hoffen, dass ich das links einmal blitzt. Das wäre nice. Wie gesagt, ich ziehe nur Pinguine. Ich habe auch bei Alex hier, sozusagen auf unserem zweiten Account, habe ich auch nur Pinguin gezogen. Ich habe Pinguin so Hände oder so. Also, ich hab, das Glas habe ich übrigens auch. Das hier? Ja. Genau das gleiche. Ich hab die Gläser auch. Ich weiß nicht, das sind nicht meine, deswegen weiß ich nicht, woher die kommen. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube, die habe ich auch mal geschenkt. Oder Kea oder so bestimmt schon gekommen. Ja, bestimmt. Irgend sowas wird es sein. Ja, also auf jeden Fall, meine Himmelssensorin im Feuer gehört natürlich auch in meine Liste. Aus dem einfachen Grund, sie kann heilen, ja, sie kann den Angriff erhöhen. Sie hat eine Fertigkeit, die alle angreifen kann. Und sogar nochmal angreifen kann mit der dritten Fertigkeit, wenn der Gegner sozusagen stirbt. Aber das funktioniert auch erst, wenn sie erweckt ist. Also wenn sie unerweckt ist, finde ich sie nicht so klasse. Also definitiv erwecken, dann kann man das wirklich sagen, wie stark die eigentlich ist. Erwecken ist ein Muss auch einfach für alle Monster. Also ohne Erwecken kämpfe ich. Also wenn ich Monster ziehe, erwecke ich das Monster direkt in den nächsten Tagen, halt dann, wann dieser Dungeon drankommt. Ja. Also sofort hoch. Auf jeden Fall, das ist. Ja, das Fall des Stolzes ist auch richtig geil, auch wenn der Feind stirbt, so wie bei Tasha halt auch, ne? Auf jeden richtig Fall. Krass. Ist recht cool, auf jeden Fall. Und die zweite Attacke ist halt, ja, die heilt halt je nach Angriffswert, ja. Und du brauchst ja Angriff für die dritte Fertigkeit, weil sonst kannst du die Fertigkeit ja in der nächsten Runde wieder nicht mehr anwenden. Also brauchst du ja wohl oder übel ATK, ne? Richtig. Und je nach ATK proportional dazu, du die halt regenerieren. Also richtig cool, auf jeden Fall. Habe ich auch gesehen, du hast richtig fett, krass Attack bei dir drinne. Ja, ja. Richtig übel, ey. Ja. Sind halt, ja gut, 2 5-Sterne-Runen noch drinne und 4 6-Sterne-Runen. Attack, Attack, Attack. Ja. Klar, ein Farmer muss, also ist bei mir auch so, wenn mein Farmer hat eigentlich so fast die besten Runen, weil ich will einfach, dass es schnell geht, wenn ich farme. Ja, ich hole mir einen XP-Boost, dann habe ich keinen Bock, dass er da 3 Minuten rum eiert für einen Dungeon. Ja. Ich sehe es ja auch, du hast ja auch hier alle die Skill-Ups zumindest. Bis auf dem ersten, glaube ich, da fehlen dir noch 2, auch alles voll. Ja. Was kann die erste Fähigkeit? Gucken wir auch nochmal. Ja, die erste ist mir nicht so wichtig, deswegen ist die auch nicht voll, ja. Deswegen habe ich dann unterbrochen sozusagen die Devilmons oder halt die gefundenen auf Chasun zum Beispiel gemacht. Chasun, ich nenne sie immer Chasun, ja, weil es halt Chasun, ja. Ich nenne sie auch Chasun. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich die dann alle da oder probiert zumindest drauf zu machen. Oder hast du dein Handy bei der Mikro irgendwo liegen? Nö. Ist das meins? Leg mal weg. Meins liegt weiter ganz weit weg. Irgendwas brummelt hier. Keine Ahnung. Brummelt. Ja, passt schon. Ja, auf jeden Fall, ja, ist fast voll, aber ich glaube, das werde ich ja nicht machen, weil mir ist das echt nicht unwichtig, die erste Attacke. Weil ja, der erste ist nie so pralle, also ist schon ein Standardding irgendwo, bei Inu. Ja, stimmt, okay, ja, okay, das stimmt schon. Nee, da ist richtig cool. Ja, aber Inu kannst du ja auch mega easy hochleveln, die Skills, und bei ihr musst du ja schon in 4-Star reinballern oder in Devilmon, ne, deswegen ist schon schwieriger. Und ja, bei 5-Sterne-Monster noch schwerer. Ja, richtig. Auf jeden Fall, naja. Ja, die erste halt, wie gesagt, greift mit einem eleganten Berührung an und besitzt den Feind mit einer Chance von 30%, um 2 Runden lang die Chance zu erhöhen, dass der Feind nicht trifft. Ja, es ist halt keine übelst krasse Fertigkeit, wie als würde sie jetzt den Gegner sich ständig betäuben. Also das wäre ja dann OP. Ja, richtig. Aber, 30% ist ja auch nicht gerade wirklich hoch, das kommt ja noch dazu.
und so. Aber okay. Viel bringt's auch nicht. Also. Ich denke mal gerade so die dritte Fähigkeit und die zweite, die auf jeden Fall hier super entscheidend sind für die Fights. Ich hoffe ja, seitdem ich die habe, dass da noch eine Leader-Fertigkeit kommt. Aber ich glaube, das kommt nicht. Die ist so schon stark genug. Ja, aber das wäre so geil, weiß ich nicht, sowas wie ATK plus 10% plus. Oder von mir aus nur, nee, Quatsch, plus 20% oder so, das wäre halt richtig Hammer, dann hätte sie ja gleich noch mehr. Ja, das stimmt. Aber das, du hast so schon so viel krass, wie viel heilt die denn so auf dem zweiten Skill eigentlich? Da kann man das ungefähr sagen, wie viel das ist? Also ich kann sagen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Hava oder mit meinem Leica, wenn das sind so meistens so ich habe so meine Teams, so, die ich verwende, dann heilt das schon, wenn unter der Hälfte ist, heilt es komplett voll. Oh, sind okay. Die sind die komplett wieder voll. Natürlich, wenn ich jetzt mit meiner Chloe spiele, ja, oder mit meiner Shasun und ich will jetzt hier heilen, ja, heilt das natürlich nicht so viel, weil die haben ja viel mehr HP. Hm. Ja, also da macht man nicht aus fast Rotbalken komplett wieder Grünbalken. Ja, das wäre auch ein bisschen übertrieben. Ne? Ja, das nicht, aber es reicht vollkommen aus, ja, also es tut jedes Monster, was auf ATK ist, wieder komplett heilen. Und das ist, ja, richtig nice. Das ist gut und die auf HP sind, sind ja meistens die Monster, die sich selbst auch heilen können oder andere Fertigkeiten haben, um sich halt wieder aufzufrischen. 10.000, 9.500 Base Attack, ein bisschen HP noch gegeben, aber ich denke mal, zum Farmen reicht es allemal, ne? Ja, zum Farmen reicht es komplett. Also sie hat nicht so viel HP, ja. Sie hat auch mal mehr HP gehabt, da hatte ich aber weniger ATK. Mhm. Also ich hatte überall ATK-Prozent rund drin, aber da hatte ich auf Slot 1, 3 und 5 andere Runen. Und die habe ich aber jemandem anders gegeben, wem auch immer, ich weiß es nicht mehr. Und da hatte sie definitiv auch, ich glaube, 1.000, 2.000 mehr HP. Es war schon extrem, weil da war überall HP genommen. Ja, ich denke mal so auf Attack, Full Attack ist einfach am schnellsten. Ja. Ja, wenn sie sich eh heilt, brauchst du eh nicht so viel Attack, ne? Genau. HP meine ich. Genau. Ja. Dann noch halt plus 24 Speed, Crit-Rate 57%, Crit-Schaden 72%. Ja, die 24, die 125 Speed reicht aber auch gerade so, dass du als erstes drankommst, oder? Naja, beim Fahren? In Dungeons, ja. Auf jeden Fall reicht. Gerade so, glaube ich, so. Ne? Aber... Ja. Reicht ja. Kommst als erstes dran, fetzt die weg, nächste Wave. Von daher. Genau, auf jeden passt Fall. Passt das. Das passt schon, auf jeden Fall. Ja, nice, auf jeden Fall. Ich sehe schon, du hast einige geile Monster. Das ist dein Top 3 auf jeden Fall. Ich glaube, man hätte noch wirklich viel, viele andere Monster auch noch nehmen können, die du hier so drin hast. Wenn ich hier so durchgucke. Shasun auf jeden Fall nice. Lucian richtig krass. Ja, na klar, deine Net Fives. Sowieso. Ja, über Shasun habe ich, wie gesagt, werde ich auch irgendwann hochstellen. Das Video habe ich schon gemacht. Ist ja wie bei dir, manches produziere ich halt vor, manches nicht. Und das habe ich auch noch ein Video über Shasun direkt, ja. Auch richtig nice, auf jeden Fall. Auch einer der besten Heiler, die es gibt. Also. Meiner Meinung nach bester. Bester, ja. Oder beste. Wenn ich sie habe, dann sage ich, das ist der Beste, das ist die Beste. Jetzt, wo ich sie noch nicht habe, sage ich es noch nicht. Okay. Naja, dann hoffe ich mal, dass du sie bald siehst, ja, beim nächsten Opening oder so. Ja, mal gucken. Wird mich freuen auf jeden Fall. Obwohl es die letzte Woche gab es die ja echt so oft, wo die da bei den Sonderbeschwörungen drin waren. Aber das Komische waren, die ja am meisten haben es aus einem Mystischen gezogen. Also. Ja, habe ich auch mitbekommen. Ja. Wir haben alle Steine verballert und dann eine, zwei, drei Mystische aufgemacht, Shasun gezogen. Ja. Hammerhart. Also es war richtig krass. Also viele, viele Shasuns letzte Woche auf jeden Fall rauskommen. Und auch viele Tyrants, was ich so gesehen habe an Openings bei anderen Leuten oder so. Oder gehört habe oder gesehen habe, Screenshots oder irgendwas. Hätte ich auch gern Tyrant, naja. Okay, Leute. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wie gesagt, erster Teil war dann bei Caro. Das war jetzt der zweite Teil. Monster-Vorstellung, unsere Top 3. Ihr könnt ja mal eure Kommentare da lassen, wie es euch gefallen hat. Vielleicht können wir es ja nochmal wiederholen. Irgendwie noch ein paar geile Monster raussuchen. Vielleicht irgendwie Top 3 Arena, Top 3 TUA oder wie auch immer. Aber würdest du noch abschließend was sagen? Ich... Ja, also es hat mir wieder Spaß gemacht mit dir, Robbe, auf jeden Fall. War wieder sehr lustig. Ich hoffe, wir wiederholen das auch nochmal. Ich würde sagen. Und ihr könnt ja auf jeden Fall mal Vorschläge oder sowas bringen, was euch interessiert, was ihr von uns hören wollt oder so. Also egal, was es ist, es muss ja nicht über Summon of War unbedingt gehen oder vielleicht schon. Also wie auch immer. Ihr könnt ja unten bei Robbe oder sowas in den Kommentaren schreiben oder wie gesagt, bei mir, ist egal.
Irgendwo. Ja, könnt ihr ja schreiben, was ihr gerne von uns mal sehen wollt und dann machen wir das, denke ich, oder? Genau, wäre eine coole Idee. Auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüssi. Ciao.